Nachbar, du Pitch, Alter. Entlastung für Liverpool, 87. Minute. Nach einer Ecke bekommt die Spurs den Ball nicht weg. Divo Origi. Ja! Und schießt den FC Liverpool zum Champions League-Sieg. Der LFC holt sich zum sechsten Mal den Champions League-Titel. Jürgen Klopp zum ersten Mal auf Europas Fußballthron. Ist Champions League sicher, was die Bedingung vorher hat. Das ist einfach ein geiler Moment. Darauf hat man ein Jahr oder vielleicht sogar noch länger darauf hingearbeitet und einfach überglücklich. Was wird heute Abend noch gemacht? Was ist der Plan? Auf jeden Fall wird nicht geschlafen, das ist schon mal ganz klar. Aber was dann heute noch ansteht, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, heute wird keiner ein Auge zukriegen. Beziehungsweise die nächsten 1 Stunden geht ziemlich rund. Die Amann hat bei uns gesagt, dass Sie aus der Mannschaft mittlerweile nicht mehr wegzudenken sind. Und was sagen Sie zu Ihrer Entwicklung hier? Das hört man natürlich gerne, aber egal wer gespielt hat, ob in der Hinrunde oder noch immer, die haben das alle super gemacht und wir waren einfach zusammen ganz gut und deshalb haben wir es jetzt verdient gewonnen. Alles klar, vielen Dank, feiern Sie weiter. Bitte. Okay. Das ist etwas Besonderes. Die Champions League zu gewinnen ist sehr schwer. Wir haben das zusammen geschafft. Für mich ist es wichtig, alles zu geben, damit wir schon nichts bereuen. Gegen eine so starke Mannschaft wie Tottenham 2-0 zu gewinnen, das ist enorm. Letztes Jahr haben Sie noch Relegation mit Wolfsburg gespielt. Ist das nicht surreal, jetzt hier zu stehen? Einfach schnell. Ein Champions League-Finale ist ähnlich schwer wie Relegation zu spielen. Man lernt aus jeder Erfahrung etwas dazu und muss einfach immer weitermachen. Ich hatte heute die Chance zu treffen und habe ihn reingemacht. So ist der Fußball. Daran werde ich mich mein ganzes Leben lang erinnern. Es ist eine Geschichte, die ich noch meinen Enkelkindern erzähle.